Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Hey Leute, willkommen. Heute haben wir eine weitere JCC Qualification von MySap, Freunde. MI, dem Ehrenbruder. Er hat sie heute hochgeladen. Sie heißt Anders als Sie. Produziert ist es von Juicy. Ich weiß es nicht mal, aber der macht auf jeden Fall viel für MySap, beziehungsweise holt MySap da oft seine Beats her. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das Ding wird. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es explizit für die JCC eine Qualifikation ist, die er insbesondere dafür geschrieben hat. Bei JGGs Qualifikation war es zum Beispiel nicht so. Er hat den Song schon fertig gehabt und hat den jetzt einfach released, passend zu JCC. Bei MI könnte ich mir vorstellen, MI ist sehr schnell im Schreiben. MI ist sehr, sehr gut darin, schnell gute Texte zu schreiben. Weil, wie man bei den Diss-Tracks immer gesehen hat, irgendwie 2-3 Tage, nachdem irgendwas passiert ist, hat MI schon einen Diss-Track gehabt mit einem stabilen Text. Deswegen könnte ich mir bei MI vorstellen, dass er jetzt die Ankündigung gesehen hat und einen Text hingeballert hat, aufgenommen hat und motivated war. Kann halt auch sein, dass es ein Song ist, der eigentlich nicht dafür gedacht ist. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich habe schon 1-2 Nachrichten bekommen, ja. Dass das ganz gut sein soll. Dass es mich surprisen wird. Wir werden sehen, Freunde. Let's go. Link zum Original in der Beschreibung. Gönnt MI den Support, den er verdient hat. Worauf habe ich mich da wieder eingelassen? Oh, das sieht danach aus, als ob es explizit für die JCC ist. Okay. Sieht nach JCC aus, ja. Okay. Ey, ich bin multitalentiert, versiert Francis Sinatra. Wenn ich shoote, bist du dead wie ein englischer Vater. Seit 7 Jahren am Mike Bryant Stamina Flair Level. Ich kann euch nicht sehen, doch fick euch trotzdem. Der Devil. Dicker deutscher Rap ist ein Fox-Treffer, na gib ihm. Okay, Bruder, okay, MI, ganz ruhig, wir schalten den Gang zurück, Freunde. Kurz, Doch fick euch trotzdem. Okay. Der Devil. Dicker deutscher Rap ist ein Fox-Treffer, na gib ihm. Verstand für Kritik ist der Schandomalie, ich bin nur Antipathie für die Psyche. Eine ganze Rubrik voller Lügen, bekannt ist Bekannter vom ganz harten Typen. Lyrische Popgun, jetzt werdet ihr büßen. Schick deine Mannschaft zurück in die Wüste. Fick das Schuss wie die. Okay. Hold up. Okay. Nice, Alter. Diesen MI habe ich ein bisschen vermisst. Das ist dieser Diss-Track MI, der saure. Der wurde ein bisschen gestochert, der wurde ein bisschen geärgert, wieder der kleine MI. Da wurden wieder die Süßigkeiten nicht eingekauft, die er haben wollte. Da war er sauer, hat jetzt diesen Song geschrieben. Bekannter vom ganz harten Typen, lyrische Popgun, jetzt werdet ihr büßen. Schick deine Mannschaft zurück in die Wüste. Fick das das Videoteam. Bombe im Umschlag, darunter steht ganz liebe Grüße. Ich wohne deine. Warte. Schick deine Mannschaft zurück in die Wüste. Fick das das Videoteam. Bombe im Umschlag, darunter steht ganz liebe Grüße. Ich wohne deinem Kameramann vor die Füße. In Rap fick ich reden los, gib mir die Bühne. Gib mir kurz. Okay, also einfach Ansage an die Leute, die das mit einem fancy Video punkten wollen. Umschlag darunter steht ganz liebe Grüße. Ich wohne deinem Kameramann vor die Füße. In Rap fick ich reden los, gib mir die Bühne. Gib mir kurz Zeit oder gib mir das Mic. Und ich ficke diese Gamma Legacy, wo hier jeder deine Rapper mal in Panamera brettet. Aber geht es dann die Rapper, alles dann durch Independent, die nur Standard fast schrottet, wenn die. Ich muss im Double Time pausieren, es tut mir leid, Freunde. Ich muss pausieren, weil ich das Gefühl habe, dass er sonst erstickt, Bruder. Holy fuck. Okay, wir hören es einmal komplett durch. Eine ganze Rubrik voller Lügen, bekannt ist Bekannter vom ganz harten Typen. Lyrische Popgun, jetzt werdet ihr büßen. Schick deine Mannschaft zurück in die Wüste. Fick das das Videoteam. Bombe im Umschlag, darunter steht ganz liebe Grüße. Ich wohne deinem Kameramann vor die Füße. In Rap fick ich reden los, gib mir die Bühne. Gib mir kurz Zeit oder gib mir das Mic. Und ich ficke diese Gamma Legacy, wo hier jeder deine Rapper mal in Panamera brettet. Aber geht es dann die Rapper, alles dann durch Independent, die nur Standard fast schrottet. Wenn die Witz ist der Schein, mit der Kiefer ein Bein. Baller, baller, einmal Dicker, bis der Dicker am Mic. Komm bevor meine Tür, deine Chance stagnieren, Junge, denk dran, ihr fickt mit dem Ficker. So zeigt was du Angst vor dem Panz, ich bin ein. Holy fuck, man, MI hat richtig Bock. Er hat ja richtig Bock, ey. JCC wird doch geil. Ich dachte erst, JCC wird nicht so nice, aber es ist genau das passiert, was irgendwie Julian erzeugen wollte. Dass wir alle Unterhaltung haben, dass wir talentierte Leute zusammenbekommen, die Bock haben. Und JGG ist heiß, Alter. JGG ist heiß vom Aussehen her und auch vom Rap-Technischen her. Und MI ist auch wirklich heiß, Alter. Der hat Bock, der hat Hunger. Immer bereit, sterb für Musik, ich hab nichts, was noch bleibt. Alles kommt mit der Zeit, keiner liefert so fast. Dafür steckt dir der Label schon tief in deinem Arsch. Das war krass, Mann. Holy fucking krasser Part von MI. Wow. Ey, ich habe echt Bock auf JCC bekommen jetzt. Durch JGG und durch ihn. Stell dich jetzt nur noch vor. Ich weiß, dass ein Reportagen eine Abneigung hat gegen Julian. Ja? Er hat eine Abneigung gegen das, was aus dem JPB geworden ist, soweit ich weiß, und ist kein Battle-Rapper und möchte sie gar nicht mehr in solchen und möchte gar nicht mit solchen Turnieren eigentlich in Verbindung gebracht werden, soweit ich weiß, ja. Aber stellt euch vor, jetzt macht noch ein Reportagen mit. Stellt euch vor, es macht ein Reportagen mit, Digga. Meinetwegen auch als irgendwas anderes. Aber stell dich vor, es macht eine Reportage mit. Ich werde auch nochmal versuchen, Freunde. Ich werde auch versuchen, auch wenn der da auch absolut keinen Bock drauf hat, ich werde versuchen, Jack von Crack zu überzeugen, dass er mitmacht. Ich werde versuchen, Jack zu überzeugen, dass er mitmacht. Ich werde es versuchen, Freunde. Ich werde es versuchen, ihn zu überzeugen. Stell euch das mal vor, wenn wir da wirklich ein paar krasse Leute dabei haben. Ich weiß, alle mögen Julian nicht so wirklich. Ich kann es verstehen, ich auch nicht. Aber stellt euch vor, ich möchte wirklich ein paar nice Talente reinbekommen. Ich werde auch nochmal Billy fragen. Ich werde die Leute überreden, Mann. Ich werde die Leute überreden.
alle los, doch meine Fans wollten, dass ich euch einmal alle zerficke. Ja, wollten wir auch, wir wollten verhalten werden. Da, was ist denn da los, Freunde? Ich zieh mit Carlos MP, deine Scheiß-Anatomie, denn ich bin anders als sie. In den Rhein, wo ich flieg, da könnt ihr besser nicht atmen. No, no, no. Deshalb bin ich immer mehr Lara-Rapper-Leisten am Stapeln. Yeah, yeah, yeah. Oh. Mit Shotgun, Schuss und Schrotkaliberlauf. Doch tauchen nur mit Tieren, Rockerclubs und Großfamilien auf. Ey, Dicker, mich fuck diese Scheißszene ab. Demolier Rappern ihre Fresse mit nem Kreissägeblatt. Ey, meinst du aber einfach diese Energie, die er ausstrahlt und dennoch diese Musikalität trotzdem in einem aggressiven Track untergebracht? Die JCC wird nice, Mann. Die JCC wird nice. Ich werde nochmal gucken, wen ich überreden kann. Ich werde gleich erstmal eine Runde telefonieren müssen, Mann. Ich habe echt Bock, dass da noch ein paar andere Leute mitmachen, weil wenn jetzt schon JGigi und Mysep, die sind ja beide safe dabei, da brauchen wir gar nicht überreden, die kommen beide safe rein. Das wird interessant dann. Ohne Namen, denn sie wüssten, wenn ich sag, dass du jede Line betonst, als wäre eine Missgeburt den Part. Sie ist schon immer diese Boss-Bitch gewesen, hat mehr DNA geschluckt als Labortestgeräte. Eigentlich hab ich darauf keine Lust, doch meine Fans wollten, dass ich euch einmal alle zerficke. Ja, ich seh's hier in der Booth, leid die Patronen in die Gang und es macht Klick. Für euch ist es vorbei, bye. Junge, gib mir das frei, Mike. Danke, Ruck, Alter. Du siehst mit Carlos im Beat, denn ich sei seiner Tommy, denn ich bin anders als sie. In den Neuen, wo ich flieg, da könnt ihr Pisse nicht atmen. No, no, no. Bin ich immer mehr der Rapper-Leisten am Stapeln, ja, ja, ja. Komm mal, Tonne, mir müsst ihr mir von dieser Platte, Digga, vergessen. Bruder, bring mich jetzt nicht um, Digga, bring mich jetzt nicht um. Stapeln, bring mich jetzt nicht um, Bruder. Ja, ja, ja. Komm mal, Tonne, mir müsst ihr mir von dieser Platte, Digga, vergessen. Deine Mutter hat die Puff unter der Kelle, drei bei Rapper, kann man immer, 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 Kunde, aber doch keiner ist auf meinem Level. Ich seh alle nur Penner, die ich mal nehme, zerficke, komm in die City, bei der Kugel auf die Kette. Du willst dich immer mehr messen, bin der Beste in der Gegend, Digga, komm mir besser gar nicht in die Quere, sonst muss ich dich jetzt erlegen, check das aus, das ist einmal. Wow, Einstieg nicht 100% so sauber, wie ich ihn mir gewünscht hätte, aber danach, ey, wenn man sich drauf hört, tritt man versteht alles. Das ist ein sauberer Double Time gewesen. Holy fuck, Mann. Holy fuck. Ja, ja, ja. Einmal noch. Wow. Holy fuck, Digga. Mein Gott, was hast du getan? Was hast du getan? Ey, wenn das nicht Bock macht auf JCC, holy shit. Holy shit, Mann, stell dich das einfach vor, wie geil das wird, wenn wir Leute wie Mysep, JGigi und jetzt beispielsweise nur Jack von Crack und Reportage noch in der JCC haben. Und dann meinetwegen die vier und den Rest Unbekannte. Stellt euch vor, wie geil das wäre, Mann. Boah. Ich hab da wirklich Bock drauf, Mann. Man sieht vielleicht ein bisschen, ihr habt da tatsächlich Bock drauf jetzt bekommen, ja? Ey, geiler Track, Mann. Am I anders als sie? Schön. Ich find's auch schön, wie er es so dargestellt hat. Ich hatte davon, so wie er so sagt, so, ich hab eigentlich gar keinen Bock drauf, aber meine Fans meinten, zeig dir mal, was richtiger Rap ist. So, zeig dir mal, zerfetz die mal. Boom, hat er gemacht. So, als ob es für ihn eine Leichtigkeit war, diesen Track zu schreiben, so. Geil, Alter. Boah, Leute, das macht Bock. Okay, schreibt gerne die Leute an, die ihr gerne an JCC haben wollt. So, ich werde gleich nochmal ein bisschen, ich werde echt rumtelefonieren. Ich möchte jetzt Leute überreden, dass sie da mitmachen, Mann. Ich hoffe, ich kriege irgendjemanden da rein noch, Alter. Zur Not trete ich selber an, Freunde. Zur Not recorde ich selbst was, Alter. Besser nicht. Gut, Freunde, lasst mal eure Meinung gerne da, Alter. Ich war echt ein bisschen surprised dran. Gerade das Ende, der aggressive MI ist back ein bisschen, ja. Das heißt, Berg, er war ja nie weg, aber ich mag diesen aggressiven so und dann noch trotzdem die Musikalität, die er da reingequetscht hat, so. So. Das war nice, halt. Hat mir gefallen. Lasst mal eure Meinung dazu gerne drauf freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh natürlich, hey, so wie immer. Und.